Ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel für die kommende Woche fürs Kollektiv. Ich möchte ganz kurz auflösen mit dem Brief vom Leben. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich habe mich für die Christa Voits-Bartels entschieden. Die Christa soll sich bitte bei mir melden. Du hast den Brief von mir absolut verdient. Ihr habt ihn eigentlich alle verdient, aber ich muss mich ja für einen entscheiden. Und wenn jemand so große Sprünge macht in diesem Alter, dann ist das für mich alle Ehre wert. Und deshalb, Christa, melde dich bei mir. Ich mache die Aktion mal wieder. Vielleicht um meinen Geburtstag rum, dass ich da mal überhaupt ein paar Aktionen starte. Obwohl im November ist es für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich mich da hauptsächlich auf meine Jahresprognosen besinne und das Teil meiner Hauptarbeit ist. Aber trotzdem kriegen wir das irgendwie hin. Ja, für dieses Wochenende, ihr schreibt mir ja öfters, gibt es mal wieder was für den kleineren Geldbeutel. Und ich würde dir diesmal eine Legung mit gesprungenen Karten anbieten. Für 17 Euro. Vielleicht so bezogen auf das nächste Thema, was jetzt ansteht, was ich vielleicht mal grundsätzlich sagen muss. Bei der Legung mit gesprungenen Karten braucht ihr mir keine Fragen zu stellen, denn da nehmen wir das raus, was ich kriege, was jetzt gesagt werden möchte. Und meistens trifft es sowieso die Themen, die ihr habt. Okay, ihr könnt euch bei mir melden per WhatsApp oder per Homepage-Formular, bitte die jeweiligen Angaben schon machen. Ne? Das, was ich immer wissen muss, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf, Eltern und Kinder, mehr brauche ich nicht. Und dann legen wir los. Wir schauen ins Kollektiv für die kommende Woche. Wenn du noch eine Legung willst für eine kleine persönliche Botschaft, dann bleib bitte dran. Ja, da fällt schon mal das Kleeblatt raus. Eine gute Situation, eine schnelle Situation, berufliches Glück liegt da, ein berufliches kleines Glück. Es kommt etwas in Fahrt, das eine glückliche Wende nimmt, vielleicht auch sowas, wo ihr die Früchte eurer Arbeit rauskriegt, an etwas, an was ihr gearbeitet habt an sich. Es kann ja auch für den einen oder anderen sein, dass ihr Konflikte mit Kollegen löst, falls ihr welche habt. Und möglicherweise dürft ihr euch hier auf etwas gefasst machen, wo ich so denke, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Aber irgendwie liegt da auch so ein bisschen Konfliktpotenzial. Es kann mit einer Frau oder einer Konkurrenz aus dem Beruf zu tun haben. Es kann mit einem Umweg im beruflichen Bereich zu tun haben. Und ich sehe aber, dass ihr damit, genau mit diesem Konflikt, etwas lösen könnt, das ihr euch einfach erarbeitet habt. Ne? Also es geht schon ein bisschen darum, euch nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Möglicherweise geht es auch an die Leute, die zusammenarbeiten an irgendwas. Dennoch ist die Energie so, dass sie sehr klärend ist. Ne? So, im Haus des Hauses, das heißt aus dem Umfeld raus, haben wir hier so ein bisschen Konflikte an sich. Das kann sein, dass man da nicht einer Meinung ist oder dass es auch Meinungsverschiedenheit gibt oder dass man sich streitbar machen muss. Im Haus des Lebens liegen die Sterne drin. Also wir haben hier so ein großes Potenzial an Klärung, an wichtigen Dingen auch. Ne? Es gibt rasche, schnelle Neubeginne, Schnitte, die man macht. Da kann schon sein, dass deine Zündschnur auch mal sehr kurz ist und es ratzfatz zu so einem Ergebnis kommt, wo man sagt, so, es reicht. Ne? Viele sagen ja, dass das vielleicht alles auch friedlich zu lösen wäre, bin ich eigentlich auch dafür.
Aber manchmal zieht es halt einfach so, dass man eben reagiert. Also macht euch hier auf schnelle, unerwartete Neubeginne oder Kurskorrekturen auch gefasst. Ne? Wir haben die Sense im Haus des Kindes. Es kann ja auch sein, dass eins eurer Kinder oder Kollegen hier sich neue Wege überlegt, wo ihr irgendwie mit dabei seid. Also es betrifft euch auch. An sich ist es so, dass falls ihr erwachsene Kinder habt, schauen die hier auch in ihre eigenen Neubeginne rein. Ne? Die kreieren etwas, die machen etwas. Es kann so ein klassisches Ding sein zwischen dem, was euch gefällt und was denen gefällt. Aber hier liegen echt so, ja, die Dinge, dass sich jeder nach seiner Richtung dreht, seine eigenen Sachen kreiert, ob sich das jetzt richtig oder falsch anfühlt. Das bleibt jedem selbst überlassen, ne? Wir können das niemandem ersparen. So, dann habe ich das Thema Freundschaften da. Hier kann es Konflikte geben mit Eltern, mit Freundschaften, mit Kindern. Die Konfliktkarte liegt im Umfeld drin. Ich habe den Brief im Hause der Sense. Das heißt, es gibt schon auch so Nachrichten, wo man schnell überrascht ist, vielleicht auch von einer Aussage, kann auch das Gegenüber betreffen. Also die Kommunikation kann hier schon so sein, dass man sich gegenseitig ein bisschen hochschaukelt oder eben auch Konflikte austrägt. Das kann ja auch was sein, was du schon lange geschluckt hast und jetzt irgendwie schwuppst der Deckel oben hoch. Möglicherweise geht es hier auch darum, ja, wie soll ich das ausdrücken, dass sich eine Situation über den Bereich Kommunikation schnell wendet und dreht. Hier eigentlich auf dem kurzen Bereich und auch irgendwie zum Guten, aber es kann dich überraschen. Ne? Das kann ja auch sein, dass die irgendwie so Unzufriedenheit, Unmut ausgedrückt wird, irgendwie sowas, ne? Dann haben wir das Gegenüber, das liegt hier im Hause des Bären drin. Wir haben die Liebe im Hause der Schlange. Also es kann sein, dass sich das alles so ein bisschen komisch anfühlt oder gar verstrickt oder auch, dass man so Triggerpunkte hat, die nach Vergangenheit riechen. Der Herr liegt hier mit der Veränderungskarte im Hause der Sterne. Auch hier können sich Wenden ergeben. Schnell, plötzlich, unerwartet, dass man irgendwas neu generieren muss. An sich sind die Veränderungen hier unter einem guten Stern. Hier liegt die Sternekarte im Haus des Lebens drin. Also ist wieder auch eine sehr aufklärende Woche. Hier kannst du zum Beispiel auch, das finde ich jetzt wiederum sehr schön, wenn du irgendwie etwas mit den Ämtern oder Behörden zu tun, zu klären hast, auf irgendeinen Bescheid wartest, hier liegt die Sonne drin, ne? Möglicherweise wartest du schon lange und hier kommt eine Nachricht sehr plötzlich, die hier auch kleines Glück verspricht oder etwas im kleineren Rahmen in Fahrt bringt. Weiterhin sind es natürlich die Tendenzen für die Selbstständigen. Das liegt hier auch sehr schön. Die Aufträge, ne? Die Verträge, die Wege, die zu machen sind. Hier in der Korrespondenz noch die Blumen. Also scheint irgendwie eine gute Woche hier für diesen Bereich zu sein. Jetzt wird es interessant. Wir liegen im Haus der Mäuse drin. Ja, irgendetwas spricht mit uns, wo uns vielleicht Mangel aufzeigt oder wo wir so Verlustgedanken haben, wo wir uns eine Veränderung wünschen. Wir gucken hier auf Entscheidungen, die wir innerhalb von Beziehungsdingen aufgezeigt kriegen.
Wege, die verbindlich sind, Wege, die vielleicht auch Konfliktpotenzial mitbringen. Es kann hier aus dem Umfeld kommen, es kann aus Beziehungsthemen kommen oder es kann sogar sein, dass sich jemand überlegt, ich habe hier so das Gefühl, dass wir nicht mehr gemeinsam ticken und sich deshalb so ein bisschen trennende Gedanken macht, aber dann auch wieder feststellt, dass man sich vielleicht für eine Beziehung immer wieder neu entscheiden muss, egal in welchem Bereich. Ne? Das kann ja auch Freunde betreffen. Ich sehe ja durchaus auch die Freundschaften angezeigt. Es kann ja auch sein, dass sich jemand wieder meldet aus deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, der sich längere Zeit nicht gemeldet hat. Auch da ein gewisses Konfliktpotenzial sieht so aus wie ein ungelöster oder unausgesprochener Konflikt. Ja, hier liegen Blockaden in der Mitte des Kartenblattes. Diese Blockaden sind so, dass sie von außen auf dich wirken. Das heißt, du hättest es gern hier so ein bisschen gediegener und das Außen bringt so eine gewisse Disharmonie mit, ja, oder dein Gleichgewicht wird dadurch gestört, deine Balance. Und auch da kann es sein, dass du dann hier sagst, so ist die gute Grenze, macht euer Ding alle alleine, ich muss mich um meine Harmonie, um meine Balance kümmern. Ja, auch wieder wichtig, ne? Wie nimmt wer was wahr? So, ich muss ein bisschen weiter runter. Ihr hört jetzt draußen irgendwie ein LKW. Ich hoffe, das hört gleich auf. So, jetzt. Also die Woche sieht wirklich auch wieder nach karmischem Prozess ohne Ende aus. Hier kommen unerwartete Dinge, das haben wir so nicht geplant. Und das kann sein, dass einen das ganz schön fordert. Und wir deshalb auch verstärkt drauf gucken sollen, dass wir hier so ein bisschen gediegener fahren, also emotional nicht so gereizt sind, obwohl das manchmal auch kommt, wenn vieles ist. Oder dass man halt eben mal schnell ein Wort sagt, das andere verletzt. Es sieht hier so ein bisschen aus, als dass man das erhalten darf, was man sich erarbeitet hat. Auch die Liebesdinge sehe ich hier so ein bisschen in Fahrt kommen. Es kann sein, dass man hier sich überlegt, wo man da mehr Halt noch braucht oder mehr Unterstützung vom anderen. Im Hause des Mannes liegen hier auch die unausgesprochenen Dinge. Hier kann schon sein, dass man hier der Wahrheit auf der Spur ist, dass plötzlich etwas ans Licht kommt, was nicht gesagt wurde oder unterdrückt wurde. Eine Woche auch, wo Entscheidungen anstehen, die so ein bisschen mit Stress einhergehen können, betreffend alle Verträge, Verbindlichkeiten, Beziehungen. Dennoch eine Energie, die auch tatsächlich wieder sehr klärend wirkt. Und es geht darum, dass man sein Fundament spürt. Wir haben hier tatsächlich in der Korrespondenz zu dem Konflikt in der Umgebung auch das Haus nochmal hier drin. Also im Haus des Hauses liegt der Konflikt und wir können es runterbrechen. Ne? Dann kommt es da auch aus dem Thema Arbeit, Beziehung mit und eben das ganze Umfeld betreffend. Die berufliche Energie ist hier trotzdem sehr gediegen. Wir haben mit dem Haus das Fundament, vielleicht auch die Arbeit von zu Hause aus.
hier die Finanzen dabei, die Verträge. Das Einzigste, was ich noch sehe, dass es vielleicht ein bisschen mühselig ist oder ja, dass so Blockaden von außen kommen, die Dinge, mit denen man nicht rechnet, stellen sich dir in den Weg. Aber vom Prinzip her können sie deinen Grund nicht ins Schwingen bringen. Im Hause der Finanzen legt sich hier der Sarg rein. Das kann hier verbunden sein mit dem Beenden eines Konfliktes im finanziellen Bereich. Ein Umbruch auch in den Finanzen. Wir haben hier in der Korrespondenz aber die Sterne drin. Hier kann auch sein, dass sich eine zähe finanzielle Situation, auflöst. Zu mehr Harmonie kommt oder dass man an sich so neue Wege findet für sich oder auch Glaubenssätze. Hier haben wir im Hause des Karmas die Maus drin. Hier liegt das Karma im Haus des Mondes. Das sind schon so ein bisschen Schattenthemen. Die Schatten kommen halt immer wieder, bis wir sie integriert haben. Ich habe manchmal das Gefühl, bei manchen Dingen wird es zwar weniger, aber es hört nicht auf. Und es kommt immer darauf an, was man selbst damit macht, ne? Wenn du was nicht gleich ändern kannst, dann ist es halt mal so. Und oftmals liegt es auch in der Akzeptanz der Dinge, etwas mal so hinzunehmen, wie es ist, und nicht immer dagegen zu kämpfen. Könnte hier ein Thema sein. So, was haben wir noch? Lass mich gucken. Hier zeigen sich unter Umständen so ein paar, wie nenne ich das, Lebensblockaden eines jeden Einzelnen auf ureigene Weise, ne? Möglicherweise möchte dir das Leben auch etwas geben, indem es dir etwas verweigert. Okay, wir lassen das mal so stehen. Selbst wenn ihr hier plötzlich gefordert seid, etwas neu zu konstruieren, einen Schnitt irgendwie zu machen, etwas zu verkürzen, es liegt ja mit der besten verbindlichen Energie, die man haben kann. Die Sonne korrespondiert hier mit dem Ring. Ne? Also es ist jetzt hier nichts, was sich nicht lohnen würde, für sich selbst einzustehen. Wir liegen im Haus des Mangels. Das heißt, wir spüren auch, wo uns etwas fehlt. Und wo uns etwas fehlt, können wir dann eben auch wieder hingucken. Die Woche wird sehr hier fürs Kollektiv damit verbunden sein, die Finanzen zu strukturieren, zu stabilisieren, Themen auf den Weg zu bringen, die mit Verbindung, Verträgen zu tun haben. Hier haben wir nochmal die Blumen obendran. Also das Grundgerüst ist schön, aber es kann ganz schön herausfordernd sein, weil es dich irgendwie auf einen anderen Weg bringt. Es kann ja sogar sein, dass viele im Beruflichen hier so ein bisschen eine Kurskorrektur im Kleineren vornehmen, die ihrem Fundament mehr dient, ne, ihrer Energie auch, die sie haben. Kleinere Erfolge durch andere Wege oder Umwege, nennen wir es mal so. Okay, dann gucken wir, welches Kraft hier noch mit uns spricht für die Woche. In der Mitte sehe ich so auch noch mal, wenn ich jetzt noch mal drüber gucke, diese Themen, die innerfamiliär sind, ne? Aber nicht nur in der Generation oder in dem Feld, in dem du dich jetzt bewegst, sondern schon auch DNA, ne? Etwas, das auf Generationen zurückgeht, was sich dir auch verbindlich immer wieder in den Weg stellt, ein bestimmtes Thema.
Das könnte im grobesten Sinne heißen, ich kriege nie das, was ich will, und wenn ich es habe, wird es mir unter der Nase weggezogen. So, von den Krafttieren haben wir hier die Rabenvögel und das Thema Magie. Ja, und das passt ja wunderbar zu meinen Worten, denn hier geht es so ein bisschen drum, dass etwas gehört oder gesehen werden möchte, weil man aufgerufen ist, zu wachsen und mutig weiterzugehen. Veränderungen kündigen sich an, vielleicht hier auch schneller als man denkt oder plötzlicher oder auf anderen Wegen. Und es geht darum, die Dinge nicht als böse oder gut zu bewerten, sondern sie anzunehmen, ne? Was das Leben auch bringen mag, wir können ja vieles auch nicht verändern, heißt dann also für mich auch, wie gehe ich prinzipiell damit um? Hier hat man den Ruf schon gehört, wir liegen ja im Hause des Mangels, das heißt, uns fehlt etwas. Und es kommen so die Zeichen, ne? Und es geht darum, dass man sich fragt, welche Muster kehren immer wieder. Wir gucken hier in den Ring rein. Was begleitet einen schon sehr lange? Was hält einen ab, diese Träume oder Pläne zu leben, die man eigentlich leben will? Und welche Fesseln binden einen und machen uns handlungsunfähig? Wo ist man nicht im Einklang? Wo muss man noch was zu Ende bringen? Es geht tatsächlich um Erlösung von Schatten bei den Raben oder bei den Rabenvögel an sich, die da sind, Krähe, Elster, Rabe. Und der hat eigentlich eine Spitzenbotschaft, der Rabe, denn er sagt dir, nimm hin, was kommt. Der Rabe beschönigt nichts, der guckt der Wahrheit ins Gesicht, ne? Er verschleiert auch nichts. Und es geht darum, sich hinzugeben dem Schicksal, einen Weg neu zu konstruieren und die Fesseln zu lösen, die einen da hindern, weiterzugehen. Hier ist es ein bisschen so, manche sagen ja, dass Kapitulation, ich nenne jetzt mal das Wort so, nicht sein darf. Aber ich habe da noch eine andere Meinung dazu, denn es ist etwas anderes, ob man kapituliert oder ob man sich ergibt. Das ist vom Feeling her schon ganz anders. Und wenn du lange gegen Windmühlen antrittst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst, es bringt nichts. Und genau das ist der Punkt, an dem man dann abgibt und sagt so, ich nehme jetzt das so, wie es kommen soll. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Am Anschluss gleich die persönliche Wochenbotschaft. Ich drücke euch bis bald. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Schauen wir mal, was wir hier noch kriegen für die kleine persönliche Wochenbotschaft. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, sucht euch eine Seite aus oder nehmt beide, wie auch immer. Mir fällt es heute schwer wieder mal. Ich würde den Silbernen nehmen und wir gucken, was der für die Woche sagt. Oh, gute Wahl. Neun des Wassers. Dein Wunsch erfüllt sich. Sorgen schwinden und die Liebe zum Leben.
Irgendetwas wird sich hier ergeben, auf was du gewartet hast oder wo du dafür gearbeitet und gekämpft hast. Und hier ist so ein gewisser Moment des Erwachens, das haben wir im großen Blatt auch. Und hier geht es darum, dass sich etwas aufzeigt. Hier haben wir Erzengel Gabriel dabei, wo man einfach die Dinge aus einer anderen Sicht sieht, ne? Wo man die Perspektive wechselt. Hier ist Authentizität wichtig für deine Vorhaben und es kann auch sein, dass irgendwas auf einmal plötzlich so ein bisschen stillsteht, macht aber nichts, denn genau das ist der Zeitpunkt, den es dann anzunehmen gilt. Manchmal ist es so, das Leben bremst einen aus, man möchte gern was anderes, aber man braucht auch diese Zeit, wo mal von außen die Dinge eben in Stocken geraten. Und wenn wir hier überlegen, wir haben im Hause des des Neubeginnes die Sense drin, ja, da können die Dinge mal schnell stillstehen, weil man ja auch Kurskorrekturen braucht und einen anderen Blick auf die Vorhaben. Ja, es geht darum, über die Gefühle zu reden nächste Woche, sich auszusprechen. Und jetzt guckt euch das mal an. Wir haben hier, dein Wunsch erfüllt sich und hier haben wir den Sieg. Ja, genial einfach. Vom Element her habt ihr hier nochmal Luft dabei. Sprechen, Intellekt, Gedanken austauschen scheint wichtig zu sein. Und wir brauchen hier nicht perfekt zu sein. Es reicht, wenn wir glücklich sind. Und das ist auch so ein Hauptbestreben von mir, dass ich eben bin, wie ich bin und ich kann es ja nicht ändern. Und genau das ist dann auch okay so. Schöne Botschaft, also Wunsch und Sieg hier in einer Legung drin. Andere Seite hat ja, die einen werden ein bisschen ausgebremst, die anderen haben vielleicht das Gefühl, sich zurückzuziehen. Hier sind sehr viele Selbsterkenntnisse, die kommen. Hier braucht man auch Zeit mit sich und muss überlegen, wie man weiter vorgeht, sich klären. Und hier ist auch so eine Phase, wo die Intuition sehr hoch ist, die Sensitivität an sich. Vielleicht auch die emotionale Lage. Und hier wird noch gesagt, dass eine neue Person in dein Leben kommt oder dass Beziehung in eine andere Phase geht. Auch das haben wir im großen Blatt so drin gehabt. Für euch ist die Einfachheit wichtig, ne? Also nicht mit Dingen überschütten oder von allem viel machen. Nur das Nötigste machen und das Überflüssige loslassen. Manchmal hat man ja das Gefühl, wenn etwas nicht vorangeht, dass man immer mehr und immer mehr und immer mehr macht. Und oftmals ist das eben genau andersrum. Da ist Reduzieren von Dingen wichtig. Du brauchst ja die Kraft und die hast du ja auch mit dem Fenchel, ne? Es geht um deine Kraft, um deine Widerstandskraft, um vielleicht irgendwie den Kampf, den du austragst. Vom Element her hast du hier Feuer dabei. Kann natürlich auch um die Sternzeichen des Elementes mitgehen. Und das ist jetzt hier besonders passend. Du brauchst beide Seiten, um ganz zu sein. Aber Engelchen und Teufelchen, Yin und Yang. Ne? Es ist nichts voneinander zu trennen. Und es kann hier sein, dass du das mit dir klärst. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis Sonntag.